Frosch Geld ist bei Kfz 40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer das letzte Video angeschaut hat, weiß, dass wir hier waren. Genau, wir stehen immer noch hier. Was ich heute euch zeigen werde, Kali App. Also Kali App ist in der deutschen, ja, ich sag mal, Autoindustrie richtig gut präsent. Dieser OBD-Adapter ist eigentlich für jedes Auto, was natürlich OBD-2-fähig ist, könnt ihr das natürlich nutzen. Es gibt natürlich Vorteile, Nachteile gibt es auch, das werde ich euch natürlich auch sagen. Zum Beispiel ich bin in der Türkei, wie man unschwer erkennen kann. Hier Sonnenuntergang, guckt euch das mal an. So eine Präsentation hier zu machen, das ist doch ein Traum. Ich chill hier in der Türkei und muss Werbung machen. Ich liebe das. Ich natürlich als Kfz-Profi habe natürlich sehr viele Diagnosetester zu Hause. Aber ganz ehrlich, ich habe mir keins mitgenommen. Also jetzt kommen wir eigentlich zum größten Vorteil, was eigentlich Kali hat. Was denn? Und was hast du immer dabei, Aydos? Mein Handy. Mein OBD-Stecker ist hier. Stecken wir das Ganze ein und dann siehst du, wie er gleich blinkt. Er blinkt. Ich habe hier Kali-App. Zack, Kali-App habe ich auch. Nee, brauchst du nicht. Ich mache das hier so. So, Aydos? Ja. Kali-App ist schon verbunden. Machen wir Zündung an. Wir sind hier, genießen die Aussicht. Und? Ich rede mit Aydos, mache ein Video und machen gleichzeitig verbinden. Verbinden. Okay. Standort, Villa, das wir anmachen. Kann er natürlich haben. Und dann verbinden wir das Ganze. Das ist das größte Vorteil bei Kali App. Ihr könnt überall, wo ihr seid, einfach Diagnose machen. Weil euer Handy habt ihr immer dabei. Dann machen wir Diagnose durchführen. Aydos, da kommt ein Hund. Diagnose, 5 Fehler gefunden. Nein. Echt jetzt? So, gucken wir mal. Geber für Abstand hinten rechts. Ach so, denn was du da kaputt gemacht hast. Ich hab nichts kaputt gemacht. Das ist ja nicht so, dass die irgendwelche Nummern haben. Die Fehler werden auch gezeigt. Was aber auch neu ist bei Kali App, was ich auch geil finde, zum Smart Repair. Das sind echte Mechaniker, die zusammensetzen und ihre Erfahrung reinschreiben. Wir gehen drauf. Aufgabe, Parkdistanzkontrolle. Was für eine Aufgabe hat Parkdistanzkontrolle? Den Abstand zu ermitteln. Symptome für den Fehler, Einparkhilfe ohne Funktion. Dauerhaftes Piepsen hat er auch bei uns gemacht. Fehler im Federspeicher. Mögliche Fehlerursachen. PDC-Defekt. Kabelverbindung, was wir hatten. Steuergerät-Defekt. Prüfen der Fehlerursachen. Das finde ich geil. Hier gibt er euch Tipps, was es sein kann, wie ihr es prüfen könnt. Und das finde ich geil bei Kali App. Und hier natürlich kriegt ihr erstmal einen, ja, Kfz-Putzis gefällt das. Zack, senden. Ne, hier steht auch, wie viel Ohm der haben muss und so weiter und so fort. Für einen Laien sehr, sehr gut. Was heißt für einen Laien? Auch für einen Profi sehr, sehr gut. Weil die ganzen Daten, die haben wir ja nicht im Kopf. Ne? Die gucken wir ja auch nach. Also jetzt wieder ist, bei 242.000 verkaufe ich den. Aber er ist ja schlau. Dreht Tacho runter auf 150, sage ich mal. Verkauft den weiter. Einer holt sich einen Kali-App, macht dran und zack. 239.000. Hatte der diesen Fehler? Ja. Also kann der nicht bei 150.000? Genau. Wurde hier Tacho manipuliert. Und das sieht er dann. Das ist aber bekannt für Kali. Das brauche ich aber nicht so erwähnen. Aber es ist ja nicht nur für sowas. Es ist ja auch einfach für deine Eigendiagnose, oder? Natürlich. Automatikgetriebe haben wir ja letztens gemacht. Da braucht ihr zum Beispiel Live-Daten, wie viel Grad Getriebeöl hat. Können wir hier auch machen. Was natürlich sehr, sehr wichtig hier ist, ist kodieren, Aydos. Und das können wir ja machen. Wir sind natürlich in der Türkei. Und in der Türkei habe ich so das Gefühl, jeder Typ, der sich anschnallt, kriegt ein Bußgeld, weil keiner ist angeschnallt. Anschlaggurt, Zeichen hier. Kannst du das mal gucken? Ja, ja, siehst du schon. Ja. Genau. Das können wir zum Beispiel rauskodieren. So, kodieren wir das Ganze. Dass er das nicht mehr anzeigt, oder wie? Genau. Echt jetzt? Ja. Jetzt gehen wir da drauf. Er macht erstmal ein Backup. Wichtig ist jetzt bei dieser ganzen Sache ist, Leute, hier zum Beispiel gehen wir jetzt rein, er zeigt jetzt Stabilisationskontrolle an und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt irgendwie einen Abbruch haben oder dein Handy geht aus oder deine Batterie geht leer, dann haben wir ein Problem. Deswegen achtet auf solche Sachen, weil das kann natürlich sehr schnell in die Hose gehen, egal was ihr macht. Dann könnt ihr hier ZE, Lichtsensor, System Getaway können wir machen, hier Komfortfunktion, Kombi-Tacho, ne? Wir machen natürlich Auslesen. Gehen drauf, gucken, was wir da jetzt im Tacho machen können. Eine Sache von vielen. Ihr könnt vieles machen. Ihr könnt Komfortschließung machen, dass euer Schiebedach mit zugeht, dass die Fenster zugehen und so weiter und so fort. Das könnt ihr natürlich bei Kali App machen. So, hier wird erstmal ein Backup erstellt. Ne? Ganz wichtig. Das heißt, wenn wir irgendwelche Fehler machen oder ihr ändert und wisst nicht mehr, was ihr verändert habt, könnt ihr jederzeit diesen Backup wieder draufladen. So, hier sieht man, Verbrauch 0 auf 100, Kilometer, Liter, Bar,
Sitzgurterkennung. Das meinte ich. Aha. Da gehen wir drauf an. Wir machen aus. So, Tachotest. Tachotest machen wir auch an. Das heißt, sobald der jetzt startet, werden die Tachos einmal hoch runter gehen. Das werden wir auch machen. Rundentimer, Tachobeleuchtung, Nadel an, Schaltpunktanzeige, Geschwindigkeitswarnung, Wischerwarnung an. Ja, da könnt ihr so viel machen. Machen wir jetzt, haben wir jetzt gemacht. Datum, ja. Und dann kodieren wir das Ganze. Mann, ist das warm. So, Airosh, wir haben ja zu Ende kodiert. Zack, jetzt gucken wir mal. Schnelltest haben wir auch gemacht. Und dann achtet bitte auf dem Warnsignal, ob wir da noch Anschlaggurtzeichen haben. So, macht jetzt einen Schnelltest. Tachotest macht er nicht, aber guck mal, Anschlaggurtzeichen haben wir nicht mehr, ne? Nee, ist nicht mehr. So, aber eins muss ich noch mal schauen. Wo ist das gewesen? Was denn? Haben wir nicht Tachotest gemacht? Nee, ich glaube, du hast dich jetzt nur auf diesen... Ach, Tachotest habe ich ausgemacht. Oh, okay, sorry, mache ich wieder an. Kodieren, trotzdem kodieren. Und dann einmal habe ich verstanden, zack, und jetzt kodiert er das Ganze nochmal. War erfolgreich, Zündung ab und wieder einschalten. Okay, das machen wir. Zündung aus und jetzt machen wir wieder einschalten und mal gucken. Zack, haben wir, zack, das sieht aber cool aus. Noch einmal. Zack, zack. Das ist auf jeden Fall cool, das kann auch bleiben. Was wir auf jeden Fall wieder anmachen, Sicherheitswarner wieder aktivieren. Unser Sicherheitswarner ist wieder da. Komfortschließung. Ich habe das hier freigeschaltet für euch schon mal. Dach ist auf, alle Fenster sind auf und jetzt guckt mal, was passiert. Wow! Aber oben macht er nicht auf. Ach doch, der hat nur so gekippt. Genau. Ah. Jetzt kommen wir zu diesem Vor- und Nachteil. Vorteil ist definitiv, dass ihr das Ganze auf dem Handy habt. Ja, aber ganz ehrlich, guck dir das mal an. Du hast so ein Teil. Dieses kleine Ding. Ja, aber schön, dass du das so hältst. Ne? Kamera guckt hier hin. Also, guck mal, so. Weil ich so, ne, gucke, so, habe ich damit... Guck mir in die Augen. Ja. Guck mir in die Augen. Ja, guck mal, so ein kleines Teil. Jeder hat sein Handy dabei. So, ich bin hier im Ausland. Was kostet hier auslesen? Das heißt, wir werden ungefähr 20, 30, 40, vielleicht, egal wo ihr seid, vielleicht 50 Euro fürs Auslesen bezahlen. Ihr kriegt diesen OBD-Adapter für 50 Euro. Nachteil ist, ja, ihr habt Kosten. Ich habe, glaube ich, einmal einen Basispreis, eine Software, was ihr freischaltet für euer Fahrzeug. Könnt ihr, glaube ich, nur auslesen, aber wenn ihr mehr als auslesen nur machen wollt, ja, dann müsst ihr diesen Premium Edition holen. Das kostet natürlich ein bisschen mehr. Ihr müsst das für jedes Jahr einmal zahlen. Ich glaube, sowas ist genauso wichtig wie ADAC. Was bezahlst du im Jahr ADAC, Adosh? Ich bezahle 129 Euro. 129 Euro. Und seit wann bist du ADAC-Mitglied? Boah, schon sehr lange. Sehr lange. Sagen wir mal 10 Jahre. Stimmt. Wurdest du in diesen 10 Jahren einmal abgeschleppt? Nein. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie oft könntest du das hier gebrauchen im Jahr? Das wird man sehr oft gebrauchen eigentlich. Kalt im Dunkel. Ja, ich glaube, jetzt kommen gleich die Mücken. Genau. So, Kali-App hier drunter, zack, habe ich dabei. Handy habe ich sowieso immer dabei. Und jetzt gucken wir mal, ob es nochmal schnell ist. Beide, guck mal. Zack, bam, wie geil. Oh yeah! Meinst du das, was er gemacht hat? Ja! Was macht der das? Ich einfach, dass das Tacho funktioniert, ne? Das ist ja schön. Ne, wenn wir so 280 fahren möchten. Fahr mal ein Stück vor und guck mal lieber. Was denn? Eidosch, da ist nichts. Ich will das wissen. Guck dir das an, was da ist. Haben wir da Ölfleck? Guck mal bitte, ob wir da Ölfleck haben. Was das ist das? Wasser. Da ist was. Ja, lass mal gucken, komm. Guck. Das ist Wasser, Airosh. Das ist Wasser. Das ist Kondenswasser. Geschmackstest? Nee. Da war ich Geschmackstest. Also Wasser. Wasser. Okay. Und jetzt brauchst du erst recht eine Werkstatt. Warum? Ja, damit du den mal hochheben lässt und von unten gucken lässt. Jetzt haben wir einmal Reifen. Jetzt haben wir auch noch unten in der Mitte. Das machen wir ja sowieso. Ja, die Tage checken wir einmal den Wagen durch. So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einmal liked. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft zum Beispiel.
Einosch, ja. Alles gut, komm.